So, und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge von World of Warcraft. Wir sind immer noch bei Warlord of Terrain neu in der Erweiterung, aber so wie das aussieht, irgendwie lang. Wir müssen schon Level 99 sind. Na, wo haben wir es hier? Level 99, das heißt praktisch, wir können jetzt eigentlich, könnten wir theoretisch schon rüber. Ich möchte aber noch ein bisschen warten, weil mit 99 rüber zu gehen, wird ein bisschen krass. Ein bisschen nur, so ein bisschen. So, dann plündern wir wieder unsere Mine. Das ist eine Mine. Zack. Oh, da war bestimmt doch Kaffee dabei. Genau, Kaffee. Kaffee ist immer gut. Kaffee, 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 Kaffee. Ja, was wird uns darüber erwarten? Kurz die Zusammenfassung, sage ich mal. Es ist eine schöne Erweiterung Legion. Die Instanzen sind schön. Es sind auch eure eigene, also eine Instanz ist wieder neu aufgelegt worden, wo ich mich drüber gefreut habe. Es gibt dann die Artefaktwaffen. Ich glaube aber, dass der Effekt, wo du früher so leveln konntest, alles abgeschafft wurde. Durch die neue Edition, weil sie festgestellt haben, dass die Waffen eigentlich ja, ziemlich böswillig sein können. Was noch? Wir haben mehrere Gebiete. Wir haben neue Völker. Auch wie hier, aber wir haben da drüben Völker wie zum Beispiel die Hochbergtauren und die ich sag mal Dunkelelfe zu denen. Naja, eher sind es Mana-Elfe. Können wir eher dazu sagen. Noch mal Kaffee. Mehr Kaffee. Zack. Was noch? Wir haben 2, 3, 4, 5 Gebiete eigentlich. 4, 5 Gebiete, wo wir drin questen können. Wir können uns jetzt aussuchen, wo wir anfangen wollen. Was eigentlich soweit schön ist. Weil dann sucht man sich halt das Gebiet aus, wo er persönlich am besten gefällt. Was ich nicht machen würde, ist bei der Hochbergtaure anfangen. Das auf keinen Fall. Das ist nicht so meins. Asuna könnte man sich überlegen, das ist auch nicht schlecht. Also deshalb, mit dem habe ich früher immer gern angefangen. Das macht auch Spaß dort. Was war die andere Seite? Jetzt muss ich mal gucken auf der Karte. Sekunde. Zop, zop, zop. Da haben wir noch Quests abzugeben. So, da ist es. Pandaria, Kodrista, Verherdeinsel. Also, wir könnten in Asuna anfangen. Valchara ist nicht schlecht. Der Hochberg, keine Fall. Oder Sturmheim, finde ich auch nicht schlecht. Sturmheim hat aber bloß das Problem, die Wege und die Höheunterschiede sind halt riesig. Macht uns aber nichts aus. Wir können dort fliegen. Asuna ist das beste Startgebiet, finde ich. Da ist die Questdicke ziemlich nah bei der Samme. Und ich habe so, also normalerweise geht bei hier Asuna, Valchara und schon sind wir 110. So sollte eigentlich der Plan sein. So sollte. Ob das jetzt genauso funktioniert, wie ich mir das vorstelle, sieh mir dann mal. Aber wie gesagt, wir melden uns ja immer schön brav für Instanzen an. Bis zu Battle for Azeroth geht es noch gut. Danach geben die wirklich extrem scheiße XP. Also wirklich böswillig. Böswillig wenig. Also, weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Okay, vielleicht wollten sie einfach nur haben, dass der Content jetzt noch länger dauert. Was man ja irgendwie verstehen kann, es waren ja wieder viele Leute, wo wir ratzfatz ihr Max-Level erreicht hatten, schon Hero-Inis gelaufen sind und alles. Ja, ich muss auch jetzt auf den Kommentar ein bisschen eingehen, den ich selbst unter meine Videos gemacht habe. Ja, ich hatte an dem Tag keinen Kaffee, also kann es nichts werden. Also, da ist er. Ich habe ihn extra geholt. Kaffee ist da. So, wo kann ich denn die eine Quest abgeben? Der müsste hier stehen. Tut er aber nicht. Na, dann nehme ich den halt hier oben. So, ich will die Quest abgeben. Was haben wir dann bekommen? Schmuck. So, können wir hier mal anziehen. So, dann müsste noch hier irgendwas sein. Genau. Ihr kämpft wie ein erfahrener Kriegerfall. Warum habt ihr keine Gefährtin? Ich habe.
sorgt, dass sie zurückbleibt und sich um unsere Kleinen kümmert. Ihr wolltet, dass sie zurückbleibt? Wir sind im Krieg. Mehr denn je gehört eure Familie an eure Seite. So habe ich das noch nie betrachtet. Ihr seid ein merkwürdiger grüner Ork. Ja, da waren sie noch nicht vom Fell beläht. Na, was soll's. Weiter geht's. So, wir müssen noch wohin? Ja, da müssen wir noch Holz holen. Das ist nicht das Problem. Wir können hier hinten müssen wir noch weitermachen. Also unsere erste die Daily, sag ich mal, wo wir jeden Tag machen müssen. Da fliegen wir mal schnell hin. Zack. Was noch? Ich hatte noch einen Kommentar unter meinem letzten Video, wo ich auch gerne mal ein bisschen drauf eingehen möchte. Ja, ich bin jetzt schon mal eine Zeit lang jetzt nicht mehr in der Gilde online gewesen, muss ich echt zugeben. Liegt auch wahrscheinlich daran, weil mich im Moment zeitlich her ganz schlimm ist. Also aufnehme, arbeite, andere Krams erledige. Im Moment nimmt mich das halt alles ein bisschen ein. Und die Motivation ist dann halt auch nicht so riesengroß, dass ich dann jedes Mal in der Gilde auftauche. Also ihr seid nicht vergessen, ich komme gerne zurück. Insofern mir es von der Zeit her passt. Oder ich sag mal, sofern es von der Zeit her geht, bin ich natürlich auch da. Also ich denke mal jetzt nicht, dass jetzt die Gilde untergeht, nur weil ich jetzt mal nicht da bin. Hoffen wir es nicht. Ich gehe mal nicht davon aus. Da sind so viele saugute Spieler drin. Da muss schon viel passieren. Aber an dieser Stelle muss ich auch schon mal gratulieren. Also was ich gehört habe, habt ihr schon viele Contents jetzt gemeistert. Finde ich richtig klasse. Wie gesagt, sobald ich ein bisschen mehr Zeit wieder habe, sollte vielleicht bald sein, wenn die Urlaubszeit mal anfängt, wenn sie mal anfängt, dann komme ich natürlich mal öfters wieder rein. Aber bis dato müsst ihr noch ein bisschen warten und auf mich verzichten können. Sollte ja nicht das Problem sein. So, das sollte der letzte Kampf sein. Dann haben wir das alles erledigt. Wo habe ich die jetzt alle? Natürlich habe ich es nicht. Wäre vergessen. So ein Käse. Ja, klar, mal wegrennen. Die Jungs heile und dann gehen wir nochmal dran. Nicht ganz. Aber die hat so irgendwie so ein bisschen die ganze Stimme von einer Frau sehen, immer so wie von der Garuna, habe ich das Gefühl. So, bauen wir erstmal unsere Abwehrtürmchen. Natürlich. Zack, gleich mal noch auf die Nase gebe. Jetzt geht unser Schild wieder runter. Was ja nicht wirklich schlimm ist. So, nächste Nase hau. Oh, er haut zu. Das ist sein Fehler. Setzen wir noch einen Turm. Jetzt geht er bestimmt in die Wendische. Nein. Nein, tut es nicht. Oh, das ist, da kann ich ja im nächsten noch aufs Maul geben. Okay, er beschleunigt sich. Ja, die Lücke geht weg. Sucht jemand anders jetzt zum Spielen. So. Ja, jetzt fängt das an mit dem Vanish. Ach, ich hasse das. Da kann man drücken, was man will. Das bringt einfach da nichts. So, das war's jetzt schon. Ich springe meinen Kämpfer rein. Der kann wenigstens ein bisschen betäuben, wenn er trifft. Was war's? Da, ich glaube, der da tritt. Komm, tritt ihm eins. Zack. Hat nicht ganz so gesessen. Da gibt's halt einen Dampfangriff. Und das sollte es dann gleich gewesen sein. Komm, noch ein Schlag. Zack. Ab aufs Fressbrett. So, der letzte von den drei Hunde. Und dann sollten wir das geschafft haben. Ja, das ist jetzt nicht so effektiv. Oh, Rüstung runtergesetzt. Das ist doof. Also die Nase. Ja. Zu wenig Attacken gegen Wildtiere. Das bereut er jetzt auch gleich. Ja, da haben wir jetzt noch eine Runde mehr. War doch ein lang betäubter Kollege. So, eine Attacke kriege ich bestimmt nicht nochmal hin, oder? Ja, doch, habe ich nochmal hingekriegt. Das war's. So, klein Bling muss es jetzt wieder richten. Er wirft jetzt gleich mal seine Münzen. Und jetzt gibt es noch den letzten Schlag. Und das soll es das gewesen sein.
Zack. Ich habe jetzt auch mal rausgefunden, warum ich so viel Müggelchen habe. Wenn man Orange oder so viel Obst daheim hat, womit kann ich helfen? Dann hat man die Kleimo daheim. Jetzt gucke ich, dass ich das die ganze Zeit ein bisschen ausdünne. Oh ja, das Schiffchen. Das Schiffchen. So, dann gucken wir mal, dass wir da ganz nah dahin fliegen können. Die eine Quest hätte mir jetzt auch erledigt. Aber es wird Zeit, dass wir rüberkommen dann gleich. Dass wir, sagt man schnell, endlich wieder fliegen können. Weil das das rumgedupselst da, das geht irgendwie auch tierisch auf den Keks. Weil rumfliegen von A nach B ist halt schon was ganz Feines. Was halt auch noch ist, weil bis zu dato, sage ich jetzt aber, also bis zum jetzigen Zeitpunkt, wo das Video rauskommt, kann man in Battle for Azeroth noch nicht fliegen. Das einzige, was man kriegt, ist, glaube ich, das erste Mal für die Pathfinder Reitgeschwindigkeit erhöht. Naja, könnte besser sein. So, da können wir hier rüber. Das da unten müssen wir auch noch machen. Haben wir noch ein bisschen was vor uns. Aber es macht ja nichts. Denn wir brauchen die XP. So. Der goldene Raptor. Ich weiß nicht. Ist nicht so mein Reittier. Ich glaube, der fliegt auch demnächst wieder aus der Liste raus. Dann kommt was anderes wieder rein. Na komm, gehen wir wieder back. Ich wechsle immer gern durch, also ich kann mich schon nie richtig entscheiden, was für Reittiere ich haben will, weil mir gefallen viele sehr gut, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe auch viele gern, wie zum Beispiel das Mount von Kopflose Reiter oder andere Sachen. Deswegen habe ich eine Liste, mit denen ich immer ja, so oft durchwechsle, dass es nicht mehr das gleiche sind. Das ist genauso wie mit der Favoriten von den Pets. Nein, ich will nicht mit dir kämpfen. Geh weg. Jetzt muss ich nochmal ganz zurück, weil die sind zwar, jetzt kann ich hier eine Quest abgeben, aber die andere Quest, wo ich noch machen muss, ist weiter hinten. Was ein bisschen doof ist. Weil jetzt muss ich nämlich eine ganze Berg... Oh, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, das gibt XP. Wie sieht's denn aus? Oh, es sind heute Morgen schon ein paar Leute unterwegs, das ist schön. So, gleich wieder aufs Reittier. Ah ne, ich bin im Kampf, da will er nicht so. Ja, das sind heute Morgen schon einige Leute wieder unterwegs, so wie es aussieht. Um die Uhrzeit. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Man kann sich auch immer mal irren. Und gezielter Schuss, zack. So. Wir müssen hier unten noch die Balliste kaputt machen. Normalerweise hätte man sich von unten nach oben kämpfen müssen. Ich strüttel das jetzt für alles von hinten auf, was jetzt ein bisschen eigentlich doof ist, weil, wie ich das mache. Weil normalerweise kämpft man von unten hoch. Da die Dinger doch kaputt machen. Da. Nicht so viel ziehen. Die haben schon noch ein bisschen was in sus. Ja, ich sag noch nicht so viel ziehen. Und was hatte, hat der gute Kollege wieder? Fast alle wieder eine Backe. Ja, mal gucken, ob wir hier noch was machen können. Ein bisschen Heilung, Todstelle. So, jetzt geht's wieder. Hopp, Spinni, mach was für das Geld, was du nicht kriegst. Na komm, das sollte man doch schaffen. Komm. Ich sollte mir auch mal echt angewöhnen, dass ich was zum Heilen mitnehme. Da es ja okay Verbände mehr gibt. Den ganzen Haufen hier kaputt gemacht und nur ein bisschen Gold bekomme. Ich glaube, es hackt. Ihr habt doch nicht mehr alle Tasse im Schrank.
Habe ich irgendwas zum Essen dabei? Nein, ich habe auch nichts gekocht. Ich glaube, kochen habe ich auch gar nicht so gelernt, oder? Nein. So, die Dinge müssen wir kaputt machen. Es dürfte ja funktionieren. 33%, ein bisschen dünn. Ja, versuchen wir es trotzdem. Ein bisschen Unterstützung noch dazu hole. Das war's. So, jetzt machen wir die Dinger hier kaputt. Das war Nummer 1. Die greifen schon wirklich irgendwas an. So, hier sind nur Schweine drin. Das andere war... da muss ich noch einen Typ töten. Oh. Yay, ich darf mich heile. Ach, das lohnt ja gar nicht mehr so, Schuss abzulassen. Entschuldigung, Kaffee trinken. So, da ist der oder gut, oder? Ja, das ist der. Schon wieder was anderes gepult. Weg, Mücke. Such dir was anderes zum Spielen. So. Also, wie gesagt, was ich auch noch nicht vergessen habe, ist PvP. Ich sträub mich halt immer so ein bisschen darüber, weil ich bin kein so PvP-Mensch. Aber ich werde es machen, definitiv. Auch wenn ich das neue Gebiet machen werde. Das mache ich nämlich ziemlich gern. Also, wo man die Höfe einnehmen muss, die Mine und dann durchkämpfen. Also, das ist richtig schön. Klar gibt es jetzt wieder zigtausend Leute, wo ihr Spezial haben, was sie machen müssen und wo du überall sein musst und wie viel, was du alles kriegen musst und wann, wie, was, wo. Aber hey, ich mache das halt gern, weil A, ist es ein Free Loot, sag ich mal, ein guter, wenn man es zum ersten Mal macht. Und das zweite Mal ist halt, es ist nicht so nervend, weil du hast halt nicht immer das Problem, dass du, wie Spinni tot oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein. So, das war's. So kann ich jetzt Spinni nicht wiederbeleben. Hallo? Was ist mit Spinni? Wollt ihr mich jetzt ärgern oder was? Ah, jetzt kann ich es wieder. Hat mir Energie gefehlt oder was? So, den haben wir auch noch. Jetzt können wir oben zweimal abgeben. Schreit mal so rum. Da habe ich mir ja schon alles freigekämpft. Und so schnell sollten die nicht respawnen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Also, PvP bin ich halt jetzt nicht so wirklich der Held. Also, ich kann mich zwar durchsetzen bei manchen Geschichten. Ich mache halt, wenn ich PvP mache, hauptsächlich entweder mit dem Krieger oder Schrägstrich mit dem Hexemeister, weil ich mit denen das am besten kann. Ich glaube, wenn ich es mit dem Jäger versuche, könnte es ziemlich witzig werden. Aber okay. So, was haben wir hier inne? Da müsste jetzt gleich das Ganze sein. Da können wir ein bisschen schneller rennen. Dürfen wir jetzt gleich die zwei Quests abgeben. Steht hier der halbe Wolfsclan. So, einmal Quest abgebe. Zweimal Quest abgebe. Jetzt müssen wir Halsbänder suchen und Gronz befreie Kleibe. Naja, die Donnerfürsten. So. Da brauche ich die Waffe. 10 Stück, ja, das ist jetzt nicht die Welt, aber wir können hier noch Bergbau. Bergbau. Wir brauchen auch noch hier die Frost, Wolfs, Halsbänder. Punkt.
Die sind auch überall verstreut. Die brauche ich jetzt nicht wirklich, also versuche ich doch ein bisschen drumherum zu tickeln. Ja, was waren das denn noch? Gefangene Krongen befreien, das sind die hier. Also muss ich es doch kaputt machen. Na, ja, dann mache ich es halt doch nicht. Coole, coole, coole. Ja, die Krons sind schon nicht unübel, die Viecher. Wir können auch auf einen reiten. Problem, was ich halt immer habe, ist, die sehen halt immer so klobisch aus. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt Allianz genommen und da reitet der Kron drauf. Da sind die Dinger ja sowieso nochmal riesengroß. Oder beim Taure. Könnte witzig sein. Wie war das? Habe ich schon gesehen? Habe ich schon gemacht? Wird dir nicht gefallen. nee, die Zeiten sind vorbei, wo ich ein Gnom gespielt habe. Wo der Hexemeister noch Gnom war. Ja. Lang, lang ist her. Aber okay. Weg von mir. Ich mag das nicht. Ah, doch geht es schon mal richtig gut. Gut geht das. So, die Krons haben wir alle befreit, was wir müssen. Jetzt müssen wir eigentlich im Endeffekt nur ein bisschen da rumlaufen und gucken, wo es ein bisschen glitzert. Ah, Kette geklimpert. Da drüben ist noch ein bisschen. Da ist auch noch Erz, das wir mitnehmen. Weil so viel Free XP. Das geht ja schon gar nicht mehr, dass man das ignoriert. Zack. Hier haben wir noch ein Armband. Da ist noch eins. Hier liegen ein paar Leute rum, das ist uncool. Na, da muss ich noch später runter. Hier ist noch irgendwo, jetzt nochmal Erz. Erz, Erz, Erz. Ja, das liegt genau neben dem Kron. Ich will aber noch Halsbänder. Da ist noch ein Halsband. Da ist noch eine Waffe. Da drüben sind noch zwei. Da komme ich auch noch gerade so hin, ohne dass ich in der Pulver scheint. Einmal, zweimal, noch eins. Na komm, dazu gehen wir in die Höhle rein. Da sind doch bestimmt auch noch ein paar. Machen wir den da noch? Ne, den will ich nicht angreifen. Der wäre mir ein bisschen so blöd. Ich will den aber befreien. Hopp, weg von mir, Kusch. So, oh, 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 oh. Totstellen. Die Stufe eine. Oh, das war der falsche. Ah, okay, da ist so ein Blitzfuzzi dabei. Die mag ich auch gar nicht. So, jetzt hole ich mal das Erz. Und da ist auch ein Horn. Ich hab noch ein kleiner Buff. Buff. Jo. So, hier müsste jetzt irgendwo noch. Da ist ein Kraut. Dahin ist das letzte, was ich brauche. Die kann ich doch einfach ganz normal. Ah komm, spiel ich die Tür schon mal dran. Ist die jetzt verpackt oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein. Noch mal Horn. Geht das? Müsste eigentlich spielen. Genau. So, das da möchte ich noch haben. Da ist die Quest soweit fertig. Hier ist auch noch Erz, aber ne, das will ich jetzt nicht. Habe ich das Erz jetzt drüben geholt? Ich glaube ja. Ja, habe ich. So, jetzt muss ich oben wieder abgeben, genau. So, zu reiten mal am besten wieder. Ach ne, das Schiff will ich nicht. So, aber ich bedanke mich bei euch schon wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Sorgen, Nöte, Anträge habt, schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare rein.
Ihr seht ja selbst, ich versuche so schnell wie möglich immer zu beantworten. Vergesst auch nicht zu abonnieren. Teilt das Video, das hilft mir ungemein weiter. Wenn ihr irgendjemand habt, wo sagt, ey, guck mal, der macht Blödsinn, guckt ihr das auch mal an. Macht es einfach. Wie gesagt, mir hilft. Ich mach das ja nur zum Spaß hier. In diesem Sinne. Tschüss.